Hallo und herzlich willkommen zu Hit Dice. Mein Name ist Dustin und in diesem Video stelle ich euch das Alien RPG Starter Paket vor. Darin befindet sich zum einen das Starter Set, also alles, was ihr braucht, um Alien RPG spielen zu können in Roll20, und eine erste Kampagne, und zwar Destroyer of Worlds. Und diese Dinge werde ich euch in diesem Video zeigen. Bevor es losgeht, möchte ich Roll20 danken, dass sie dieses Video gesponsert haben. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, handelt es sich hierbei bei dem, was ich euch jetzt gerade zeige, um ein Bundle. Dieses Bundle kostet 40 US-Dollar. Es ist von Free League Publishing, also dem Publisher dieses Alien RPGs, selbst herausgebracht worden und besteht aus zwei Sets, die wir hier unten einmal haben. Und zwar einmal das Alien RPG Starter Set. Das ist das hier. Und das kostet normalerweise 29,99 Dollar. Und aus dem zweiten Teil, Destroyer of Worlds, das ist die Kampagne, die kostet auch nochmal 19,99 Euro. In dem Bundle zusammen ist das Ganze also ein bisschen günstiger, etwa 10 Dollar, die ihr sparen könnt bei dem Ganzen. Und jetzt schauen wir mal rein, was es da eigentlich gibt. Erst einmal, wir scrollen ein bisschen runter und schauen mal, was hier schon steht. Also, wir haben hier stehen eine komplette Konversion für eine schnelle und effektive Umsetzung des Alien RPG Rulesets in Handouts. Dann haben wir ein komplettes cinematisches Szenario. Cinematische Szenarios sind sozusagen die One-Shots in Alien RPG. Und zwar mit dem Abenteuer Chariot of the Gods. Und das Ganze ist geschrieben worden von einem Sci-Fi-Autor, und zwar Andrew E. C. Gasker. Dann haben wir einen vollen Floorplan. Also das heißt, wir haben Szenarienpläne, Battlemaps sozusagen, aber jetzt von Schiffen und sonstigen Dingen, die wir für Alien RPG eher brauchen. Und die sind auch schon ausgestattet mit Dynamic Lighting für Plus- oder Pro-Member. Dann gibt es 5 vorgenerierte Charaktere plus außerdem noch Character Sheets mit weiteren NPCs. Wir bekommen außerdem eine vollkolorierte Karte von einem Space-Bereich aus dem Jahr 2183, eine relativ schöne Karte, die ich euch gleich auch zeigen möchte. Außerdem Game Marker Tokens, damit man sich merken kann, wo die Spieler bzw. die NSCs und die Aliens so sich rumtreiben, sowie einige andere Dinge, noch dieses Motion Tracker Pings und weiteres. Wir kriegen 4 Kartendecks, und zwar für Waffen, für persönliche Agenda, für NPCs und für die Combat-Initiative, was wesentlich ist für das Spiel. Und wir bekommen noch Rollable Tokens, und zwar auf Basis der Würfel, wie sie im eigentlichen Spiel aussehen würden. Soweit zum Starterpaket, und da wollen wir jetzt mal einen Blick reinwerfen. Also, das ist die Landingpage, auf der ihr landet, wenn ihr das Spiel das erste Mal startet. Einfach dieser Bildschirm hier, und ihr seht auch von vornherein aktiviert diese 4 Kartenpakete. In Alien RPG wird die Reihenfolge der Initiative durch Karten gezogen. Das heißt, ihr zieht eine Karte, gebt euren Spielern also alle eine, sowie allen weiteren NSCs und möglicherweise Monstern. Wenn mehrere Monster zusammen die gleichen Stats haben und euch die Karten ausgeben, es gibt nämlich 10 Stück, dann könnt ihr sagen, die mit den gleichen Stats haben einfach den gleichen Initiativewert. Außerdem gibt es dann noch die persönliche Agenda. Jeder der Spielercharaktere hat eine persönliche Agenda, also ein eigenes Ziel, das er verfolgt. Dieses Ziel wird ihm während des Spiels mitgeteilt. Wenn das Spiel aus mehreren Akten besteht, dann bekommt er für jeden Akt einen persönlichen Agenda-Punkt, den er versucht einzuhalten. Und wenn er das hinkriegt oder besonders nah dran ist, dann kann er dafür besondere Punkte bekommen, die er dann in späteren Runden gut gebrauchen kann, wenn es dann um Würfe geht zum Beispiel. Außerdem gibt es hier noch die Szenario-NPC-Karten, das heißt, es gibt also Sonderszenarien, die rausgezogen werden können einfach, die mit NSCs zu tun haben, und wir bekommen hier noch Szenario-Item-Karten. Das sind dann zum Beispiel Waffen oder so etwas, die irgendwo gefunden werden können, und dann kann es also sein, dass eure Spieler an einen Waffenschrank rangehen und ihr sagt, okay, sie kriegen es hin, den aufzuknacken, darin finden sie Karte ziehen, Spieler zu weisen, indem ihr sie dann einfach zieht, über dem Spieler fallen lasst, wenn das Ganze hier gelb hinterlegt ist. Und jetzt hat er diese Karte hier hinterlegt. Was gibt's noch? Wir bekommen außer Spielkarten auch richtige Karten. Wir sind hier auf der Landingpage. Wir gucken einmal auf der Token-Page. Und hier seht ihr jetzt alle möglichen Token, die für dieses Spiel angelegt worden sind. An der Stelle sei einmal schon mal gesagt, diese Token sind nicht zusätzlich in irgendeiner Form von Compendium, denn es gibt kein Compendium. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Und die Token als solche könnt ihr also auf die Art und Weise jetzt praktisch nur kopieren und dann auf die Karte ziehen, auf der ihr sie haben wollt, und dann verschieben. Das ist also etwas, was ihr in Vorbereitung machen solltet, weil ihr während des Spiels ja möglicherweise nicht dadurch gestört werden wollt, dass ihr erst einmal die Karte wechseln müsst, dann den Token kopieren müsst, auf die andere Karte zurückgeht, legt ihn wieder hin, müsst dann eventuell noch dran denken, das ganze Ding in den GM-Layer reinzupacken. Das sind mehrere Schritte, was ein bisschen umständlich ist leider.
Und man sieht hier außerdem auch schon mal die Stresswürfel bzw. die Basiswürfel abgebildet. Hier auch schon als Rollable Table zu erkennen daran, dass es ein Mehrkantwürfel ist. Außerdem gibt es dann hier einmal diese bunte, große, kolorierte Karte und die ist wirklich, wirklich groß. Die ist ja auch außen beschrieben gewesen. Also alles das hier stellt sozusagen das Sternensystem bzw. das Gebiet dar, in dem das Ganze stattfinden soll. Je nachdem, wie lange ihr euch in dieser Basiswelt befindet, dann könnt ihr sehr lange hierauf spielen. Wir gehen mal ein bisschen näher ran, dass ihr etwas mehr sehen könnt. Also wir haben hier zum Beispiel einen amerikanischen Korridor, das ist also irgendwie von den Amerikanern übernommen worden. Wir haben ein Outer Veil, wir haben ein Core System und ein New Eden Sektor. Also alles Mögliche ist auch hier vertreten worden, so könnt ihr also auch mit Allianzen spielen, wenn ihr das Ganze wollt. Dann, für die Abenteuer selber interessant, haben wir einmal von der USCSS Montero eine Karte, das ist also ein Schiff, auf dem das Ganze stattfindet. Und wir sehen hier also einmal zum Beispiel eine Breitenangabe des Schiffs, wie lang ist das in der Gesamtheit. Dann haben wir jetzt hier eine Darstellung des Schiffs von oben, wo die ganzen verschiedenen Sachen sind. Und dann etwas, was wir sozusagen benutzen können als Battlemap, wenn man sich über dieses Schiff bewegen möchte. So können also die Spielercharaktere rumgeschoben werden, können zum Beispiel sehen, hier geht es in eine höhere oder niedrigere Etage, je nachdem. Hier sind dann zum Beispiel Computeranschlüsse, mit denen man arbeiten kann, wenn man Türen öffnen oder schließen oder kurz schließen möchte auch. Und wir haben natürlich auch ein MATLAB und alles mögliche andere. Eine weitere Karte, und zwar der Kronos, des Schiffes Kronos, die ist nochmal deutlich, deutlich größer. Und das ist im Prinzip auch etwas, was man wirklich als Battlemap jetzt auch erkennt. Sie ist auch in den Hintergrundlayer gelegt worden, also auf den Map-Layer. Und ihr könnt jetzt ganz gut sehen, wenn ihr hier seht, wie klein die einzelnen Kästchen jeweils sind, wie klein dann dementsprechend die Spielercharaktere aussehen würden, beziehungsweise wie unheimlich groß dieses ganze Schiff ist. Wir haben hier auch nochmal eine Längenangabe des gesamten Schiffes. Und wir haben dann jetzt hier Darstellungen von Deck A, Deck B und es geht hier unten noch weiter, Deck C und Deck D. Dazwischen haben wir dann hier einmal diese Legende, in der wir lesen können, was jeweils die einzelnen verschiedenen Symbole heißen, auch für die Spieler. Und wir haben ein paar technische Spezifikationen, eigentlich im Grunde das Ganze an der Stelle nur so ein bisschen Flavor, damit es ein bisschen schöner aussieht. Kommen wir nochmal zu dem Punkt, also ein Kompendium ist nicht angelegt, wenn wir darauf klicken. Es ist auch, wenn ihr auf die Spieleinstellung geht, kein Kompendium hinterlegt. Das ist ein bisschen schade. Ich gehe nachher mal auf die Punkte ein, die ich mir sozusagen wünschen würde, wenn dieses System wirklich erfolgreich ist und bei Roll20 weiter mehr Sachen gepublished werden sollen, was die vielleicht sich überlegen sollten, was das Ganze ein bisschen besser machen würde. Aber ein paar coole Sachen haben wir schon. Also zum einen die Kartendecks, die auch hier angelegt sind. Ihr seht, keine vorprogrammierten Makros, sind aber auch nicht unbedingt notwendig in diesem System. Wir haben also hier die 4 Kartensets, das hier unten. Das Playing Card Set ist das ganz normale, das wurde bei diesem Spiel nicht gelöscht. Und wir sehen jetzt hier, also wir haben 10 Initiativkarten, wie ich es schon sagte. Wir haben 24 Karten für die persönliche Agenda. Das zeige ich euch gleich, was damit gemeint ist. Dann haben wir die Szenario-NPC-Karten, wir haben die Items. Und wir haben hier unten noch die 2 Zufallstabellen. Diese Zufallstabellen sind die Würfel. Werfen wir jetzt also einmal so einen Würfel auf Wurf und wir gehen einmal auf Token, dass wir den gleich auch auf der Karte haben. Haben wir jetzt hier also den Würfeltoken auf der Nummer 1 liegen und den können wir jetzt zum Beispiel auch einfach nochmal werfen, auf zufällige Seite gehen und wir sehen, wir haben eine 2 geworfen. Im Chat sieht das Ganze jetzt also so aus, das war unser erster Wurf, da ist eine 3 bei rumgekommen und hier ist eine 2 bei rumgekommen. Die Alienwürfel sind ein bisschen besonders, wenn wir uns die einmal angucken, so sehen sie eigentlich ursprünglich aus. Wir haben also die 5 verschiedenen Nummern und die Nummer 6, bei der dieses Sonderzeichen noch mit drin ist und bei den Stresswürfeln haben wir außerdem zusätzlich auf der Nummer 1 noch dieses kleine Alien-Symbol. Das bedeutet, dass etwas Besonderes passiert. Und damit geht es im Prinzip auch schon zum letzten Punkt, aber allerdings auch der allergrößte. Und zwar hier auf unserem Notizbuch sehen wir jetzt einmal das Starter-Set. Das ist also unser gesamtes Paket sozusagen, was wir bekommen. Wir haben hier einmal die Credits, da ist ein ganz bisschen was erklärt, also wer damit zu tun hat, wer alles drin war, wer Playtester war, Feedback gegeben hat und so weiter. Und dann geht es im Prinzip auch schon los. Wir haben einmal eine Introduction, in der uns jetzt erzählt wird, was wir hier eigentlich gerade für ein System spielen, beziehungsweise wie der Hintergrund dieses Systems ist. Wir kriegen dann etwas erklärt, was die Story Mother ist. Das ist der Spielleiter, wird auch Game Mother genannt, also GM. Dann erfahren wir was über die Frontier Lives, Timeline, Career of Frontiers, also von unseren Spielern, Soldaten oder sonstigen Dingen.
Dann erfahren wir über diese verschiedenen Aspekte des Spiels etwas, also über Frontier Life, Timeline, Career of Frontiers. Ich will jetzt gar nicht so tiefgehend auf die ganzen Sachen eingehen. Wenn euch das System interessiert, dann habt ihr euch entweder schon damit auseinandergesetzt oder aber ihr lest all diese Sachen mal in Ruhe. Das soll ja auch nur eine Vorstellung werden, wie das Ganze in Roll20 adaptiert ist. Die wesentlichen Dinge will ich euch aber trotzdem einmal kurz nennen, dass ihr Bescheid wisst. Also das hier ist erstmal alles, was ihr euch am Anfang einmal durchlesen solltet, damit ihr wisst, wie man dieses Spiel spielt. Dann haben wir hier eine Liste unserer Charaktere. Your Character, das ist also eine Beschreibung, wie dein persönlicher Charakter funktioniert. Das selbst ist kein Charakter, sondern nur ein Handout. Eine Beschreibung, wie du damit umgehen sollst, des Core-Konzepts und des persönlichen Stuffs, sowie der Bewaffnung zum Beispiel bzw. Ausrüstung. Dann erfahren wir was, wie Skills funktionieren. Wir erfahren etwas, wie Combat und Panic funktionieren, also der Kampf und der Panikwert. Das sind zwei relativ wesentliche Dinge, wenn ihr irgendwann auf Aliens treffen solltet. Dann erfahren wir hier ganz viel über Ausrüstung, über Waffen, Pistolen, verschiedene Arten von Waffen, was dann jeweils ungefähr so aussieht. Wir haben eine Abbildung der Waffe, wir haben eine Beschreibung des Ganzen. Dann erfahren wir hier die Waffenstats, auch was das Ganze kostet und so weiter, wenn ihr die kaufen wollen würdet. Und dann geht es hier unten weiter mit weiterem Equipment, also zum Beispiel Computer-Mainframes, Data-Storage und allen möglichen, was man so gebrauchen kann, wenn man sich in einem Sci-Fi-System bewegt. Dann geht es hier unten los mit dem Szenario. Das ist also unser Abenteuer, das mit dem Starter-Set mitgeliefert wird und das man dann auch so direkt spielen kann. Das Ganze hat hier einmal eine Situationsbeschreibung und hier eine Beschreibung des Abenteuers selbst. Dann geht es los mit einer Beschreibung des Raumschiffs, die USS Montero, das ist also das hier. Das Schiff. Dann haben wir hier die Player Characters und die Player Characters sind jetzt das erste Mal keine Handouts. Bis jetzt hatten wir nur Handouts und wir kommen hier einmal auf den Character Sheet. Ich mache euch den mal ein bisschen größer. So. So sieht der Character Sheet aus von Alien RPG und zudem ist übrigens zu sagen, der ist nicht von FreeLeak selbst erstellt worden. Also wenn wir einmal gucken, das ist der Index aller Character Sheets in Roll20, sehen wir hier bei Aliens, das basiert auf dem auf der hier Zero Engine, ist er geschrieben worden von Wesley L., also Wes bei Roll20.net. Gucken wir nach, sehen wir, Wes ist ein ganz normaler Spieler, 40 Jahre alter Spieler, beziehungsweise jetzt inzwischen vielleicht auch 45, 46, ihr wisst ja nicht ganz genau, wann er es geschrieben hat, der hier ein bisschen über sich persönlich erzählt, das ist also kein Roll20-Mitarbeiter und deswegen ist das vielleicht auch kein Wunder, dass die Würfel nicht die Originalwürfel sind, die man normalerweise im Spiel erwarten würde, sondern wahrscheinlich Eigenkreationen von Wes oder von jemandem, der die für ihn gebastelt hat. Was ich damit meine, wenn wir jetzt also auf unser Spiel zurückgehen und wir machen einen Wurf. Wir gehen jetzt mal auf Nahkampf und wir möchten jetzt ohne Modifier werfen. Werfen, dann kriegen wir diese Anzeige. Und ihr seht, dieser Würfel sieht etwas anders aus. Beim Originalwürfel wäre jetzt hier oben noch die 6 drin gewesen. Die ist jetzt hier nicht mit angezeigt. Das heißt, hier sind leichte optische Unterschiede. Allerdings frage ich mich an der Stelle auch ein bisschen, was man dann eigentlich mit diesen Zufallstabellen sollen. Aber wie gesagt, wir kommen nachher nochmal zu Verbesserungsvorschlägen. Der Character Sheet ist also, wie ihr seht, relativ überschaubar. Wenn ihr euch mit dem Spiel ein bisschen auseinandergesetzt habt, dann kapiert ihr hier eigentlich alles ganz gut. Aber wir haben hier oben schon einige gute Makros drin für den D3-Wurf. Normalerweise wäre das ein D6-Wurf, der dann einfach durch 2 geteilt wird. Der 1D6, der 2D6 und der 3D6-Wurf. Und dann haben wir noch den D66-Wurf, wobei der eine Würfel dann sozusagen die 10er-Stelle und der andere die 1er-Stelle bestimmt, sodass Ergebnisse zwischen 11 und 66 herumkommen können. Dann haben wir den Panikwurf, die Initiative-Karte, die auch auf diese Art und Weise gezogen bzw. gelegt werden kann, die Initiative-Würfel, wenn ihr lieber mit Würfeln statt mit Karten arbeitet und dann die zwei großen Basiswürfel und Stresswürfel, das sind auch die, für die die Zufallstabellen angelegt worden sind. Was ihr sonst hier seht, sind in der Mitte einmal die Attribute, drumherum verteilt die Fähigkeiten und alle möglichen weiteren Dinge, die halt so interessant für dieses Spielsystem sind. Ihr seht, es ist echt überschaubar. Man muss nicht super, super viel wissen über diese Character Sheets. Man kann sehr schnell losspielen in diesem System. Machen wir das Ganze also einmal zu und gucken mal, was wir noch geboten bekommen. Wir haben also unsere Spielercharaktere. Ihr seht, offensichtlich ist das Ganze angelegt worden für 1, 2, 3, 4, 5 Spielercharaktere. Das ganze System, also in der Systembeschreibung steht auch 3 bis 5 Spieler plus Spielleiter. Dann haben wir hier einige Non-Player-Characters, also NSCs, die ganz üblichen, die jetzt hier jeweils hinterlegt worden sind, auch mit einem Character-Sheet. Die haben also auch Werte, auch hier mit denen kann man werfen. Und die unterscheiden sich natürlich alle ein bisschen von den Spielern. Dann haben wir hier außerdem noch USCCS Kronos. Das ist das andere Schiff jetzt hier, über das wir auch die Karte bekommen haben. Und dann geht es hier los mit den Events. Die Events sind sozusagen die eigentliche Handlung.
Also die Basishandlung, worum geht es eigentlich in diesem Abenteuer? Dann der erste Akt, Pandoras Box. Dafür gibt es dann jeweils für jeden Spieler entsprechend eine persönliche Agenda-Karte. Die könnt ihr dann den Spielern jeweils zuweisen. Dann gibt es den zweiten Akt, The Long Night. Und dann gibt es noch den dritten Akt. Außerdem gibt es noch sozusagen ein bisschen Zusatzinfo zur USCSS Sotelo selbst. Und wir haben einen Epilog. Wenn also dieses Abenteuer durch ist, könnt ihr den Epilog zum Beispiel einfach vorlesen, wenn ihr wollt. Dann geht die Appendix los. Was sind eigentlich die Xenomorphs? Das sind also diese Alienwesen, mit denen die Spieler zu tun haben können. Das ist, glaube ich, einfach der Oberbegriff, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich muss an der Stelle auch mal einräumen, ich spiele Alien eigentlich gar nicht wirklich. Ich habe es ein, zwei Mal gespielt, aber ich habe relativ wenig Ahnung, auch gar keine Ahnung von der Lore so wirklich. Und die Filme, dass ich die gesehen habe, ist auch ein bisschen her. Die Xenomorphs, das sind die Aliens. Und wir haben hier einmal eine Unterteilung in den Neomorph und die Abomination. Und das hier ist sozusagen einmal ein Alienwesen, was dann in der höchsten Form irgendwann so aussieht. Naja, was heißt die höchste Form? In der fast höchsten Form. Wir haben kein Bild der höchsten, der Adult-Version, aber so sieht das Viech aus, wenn es wirklich groß geworden ist. Dann steht hier auch, dass es 1,2 bis 1,8 Meter lang ist. Und wir kriegen hier sozusagen die Stats, wenn dieses Wesen also angreift, dann hat es diese besonderen Attacken, mit denen es irgendwas machen kann. Es wird relativ einfach gewürfelt bei Alien. Und wir haben dann auch noch die Abomination. Das ist die Version, wenn also ein Alien irgendwie in einen Menschen reingelegt worden ist, beziehungsweise ein Mensch infiziert worden ist. Wir haben jetzt hier also einmal die Infektion selber. Das heißt, bis dahin bewegen wir uns noch praktisch auf Basis eines normalen Menschen. Dann wird dieser zum Mutanten. Das heißt, er verändert sein Verhalten, wird aggressiv, dement und so weiter. Seine Stats verändern sich auch ein bisschen. So geht es dann weiter, bis der Mutant zum Revenant wird. Man sieht noch ein bisschen was vom Menschlichen ist über, aber optisch hat er sich schon stark verändert. Und irgendwann wird er zu dieser letzten Fassung des Ganzen. Und ihr seht, die Werte verändern sich immer weiter, das ganze Wesen wird immer stärker. Hier ab dem Revenant haben wir dann also auch wieder Sonderattacken. Das Wesen wird also mächtiger und kriegt dann seine besonderen Art und Weisen. Und wenn wir das dann also soweit durch haben, wir haben jetzt unsere zwei Gegnertypen, die uns hier vorgeführt worden sind, dann geht es einmal zu den Talenten. Wir kriegen also unsere Talente erklärt, beziehungsweise die Talente der Aliens auch. Und so weiter. Die Agenda-Karten werden hier einmal vorgestellt und ihr seht jetzt, warum das so viele sind. Wir haben also einmal die Infected-Agenda. Das ist also, wenn jemand infiziert werden sollte. Das heißt, er fällt unter diese Art von Xenomorph. Dann verändert sich ja sein Verhalten, aber eine Zeit lang bleibt dieser Charakter ja noch spielbar, bis er irgendwann unspielbar und damit sozusagen aus Spielerperspektive tot ist. Dann haben wir die Agenda von Chem. Davis, Lucas, Miller und Rice. Das sind die fünf Spielercharaktere, die zur Verfügung stehen, sowie noch Wilsons Agenda. Das ist also eine spezielle Order. Das sieht man jetzt hier auch an der Stelle ein bisschen anders, diese Figur. Dann haben wir hier die Deckpläne. Das heißt, wir haben nochmal sozusagen kleine Karten dieser großen Karte als Handout, die man also den Spielern zur Verfügung stellen kann, damit die immer mal wieder einfach auf die Karte gucken können. An der Stelle sehen wir haben hier eine Developers Note und wenn man hier nachliest, als das Produkt ursprünglich rausgekommen ist, haben wir versehentlich die vorgefertigten Charaktere von Destroyer of Worlds, also von dem anderen Abenteuer, das dazu rausgekommen ist, damit reingeladen. Statt die rauszulöschen über ein Update, haben sie einfach drin gelassen, weil sie dachten, bevor das irgendwen stört, kann es ja nicht schaden, da zusätzliche Charaktere drin zu haben. Also im Grunde hat man an der Stelle einfach Glück gehabt, dass jetzt hier der Verlag einmal gepatzt hat und dadurch gibt es ein bisschen mehr Appendix. Soweit zu dem hier also erstmal. Ihr seht auch, die Karten sind nicht weiter vorbereitet worden. Das bleibt dem Spielleiter überlassen, denn auf der GM-Ebene, ich mache sie mal einmal ganz doll sichtbar, seht ihr, ist nichts versteckt. Wir haben jetzt also noch keine Aliens platziert, keine Spieler oder NSCs platziert. Das müsst ihr alles selber entscheiden, wo die sich jeweils bewegen. Das ist eure Freiheit sozusagen. Das Einzige, was eingerichtet worden ist, ist dementsprechend die dynamische Beleuchtung. Wenn wir die einmal anschalten, dann seht ihr das jetzt hier. Die hellblaue Umrandung sind dann einfach die Wände und die gelben sind Türen, die man dann dementsprechend einfach wegmachen kann, wenn die Spieler da durchtreten sollten. Das ist entsprechend für die Karten hier soweit eigentlich ganz schön fertig gemacht worden. Soweit erstmal zu dem hier. Wir gehen jetzt mal rüber zu Destroyer of Worlds, dem ersten Abenteuer, das dazu offiziell zusätzlich rausgebracht worden ist. Auch hier haben wir wieder einen ganzen Haufen Token. Das Ganze sieht eigentlich ziemlich ähnlich zu dem aus, was wir in dem anderen Abenteuer jetzt gerade schon gesehen haben, beziehungsweise in dem Starter-Set. Auch die Karten hier, da hat sich nichts am Aufbau oder sonst was geändert. Das Einzige, was sozusagen anders ist an der Stelle, sind natürlich entsprechend
die Szenarienkarten, die sind auch von der Reihenfolge verändert worden. Die Itemkarten haben wir jetzt hier oben. Dann haben wir hier die NPC-Karten mit der persönlichen Agenda. Und dann haben wir unten noch ein Story-Deck. Das ist also ein bisschen anders als in dem anderen Spiel, aber im Grunde relativ einfach zu verstehen. Auch hier an der Stelle sei nochmal gesagt, wir haben auch hier keine Companion-Einträge. Wir haben wieder die Kartenpakete. Wir haben wieder die beiden Zufallstabellen. Soweit alles gleich. Und hier haben wir im Prinzip auch genauso dann unsere verschiedenen Sachen in unserem Notizbuch. Die Karten, die wir hier mitgeliefert bekommen, sind deutlich zahlreicher. Erst einmal, so sieht die Landingpage aus. Eigentlich ganz hübsch und gefällt mir sogar ein bisschen besser als bei der Starterpaketsache. Und dann haben wir die verschiedenen Bereiche, also relativ große Karten hier generell angelegt worden, in die man auch relativ tief reingehen kann, wenn man das Ganze möchte. Ich will euch jetzt gar nicht so ultra spoilern versehentlich, deswegen werde ich die gar nicht unbedingt alle zeigen. Wenn ihr durch die verschiedenen Aspekte hier durchgeht, dann werdet ihr ja nach und nach auch Handouts dazu finden und erfahren, welche Karte zu was gehört. Aber ich denke mal, ihr seht auf diesen Eindruck hier zumindest schon mal, dass hier viele schöne, gut gemachte, zu dem System passende Karten dafür angelegt worden sind. Dann kriegen wir hier also einmal wieder Credits, wir kriegen einmal eine Beschreibung des Abenteuers Destroyer of Worlds mit allem drum und dran, wie das vorher auch gewesen ist. Wir kriegen hier einmal die Moonside Locations beschrieben, dann jeweils mit den verschiedenen Districten. So setzen sich also auch diese ganzen Karten wieder zusammen im Gesamten. Dann kriegen wir hier unten die Events, das ist auch genauso wie bei dem anderen Abenteuer, das Hauptevent, wie es überhaupt funktioniert. Wir sehen, wir haben wieder drei Akte, Manhunt, The Storm und The Lion's Den. Bedeutet also, wir haben wieder jeweils drei Agenda-Karten pro Spielercharakter. Dann, was passiert, wenn man den Mond verlässt? Wir haben einen Epilog und wir haben außerdem noch zwei Handouts für die Spieler, auf denen dann zum Beispiel hier einmal zu sehen ist, wie Menschen gegen diesen Facehugger kämpfen draußen im Schnee oder was auch immer das sein mag. Dann haben wir wieder eine Appendix, eine größere Beschreibung der Xenomorphs. Wir haben also einmal dieses Anathema, dann haben wir Xenomorph XX121 in seinen verschiedenen Stadien. Noch einen weiteren Xenomorph, das sind also sozusagen die drei großen Gegnertypen, die auf unsere Spieler hier treffen können. Dann haben wir Talente, wir haben wieder Ausrüstung und Vehikel, also Fahrzeuge scheinen hier auch eine Rolle zu spielen. Wir haben einen weitere Appendix für den Kampf in einem Vehikel, finde ich eigentlich sehr spannend. Je nachdem, was das Ganze sein sollte, ich gehe nicht davon aus, dass es um einen Raumschiffkampf geht, sondern tatsächlich um irgendwie Bewegung über Land mit irgendeiner Form von Fahrzeug. Dann haben wir hier wieder zwei Karten für Infizierte, ist also anscheinend auch hier wieder ein Faktor. Die Agenda für Silvers, Mason, Jona, Hammer, Kaplan, um Gottes Willen und Dante. Und dann haben wir hier wieder Appendix für die verschiedenen Kartenelemente, auch nochmal als Handouts, die ihr euren Spielern zur Verfügung stellen könnt, wenn sie zum Beispiel ein Kartenpaket finden oder wenn sie auf irgendeinem Monitor nachschauen, wo eigentlich was ist, aber vielleicht kein Kamerazugriff da ist. Dann haben wir hier unten unsere Charaktere. Ich finde das leider viel zu weit unten, ehrlich gesagt, weil Spieler sich ja manchmal anstellen und versehentlich ihren Charakter löschen. Dann muss man den wieder rausziehen. Dafür müsst ihr jetzt bis nach ganz unten scrollen an der Stelle. Finde ich etwas unglücklich, aber was soll's. Aber wir haben hier schöne Bilder unserer Charaktere. Ich ziehe mal einmal Chaplain hier auf die Karte. Und wir gucken uns einmal an, wie Chaplain eigentlich aussieht. Das ist also das Bild von unserem Charakter. Das kann ja so dann theoretisch auch über die Karte bewegt werden. Und wenn wir den Character Sheet öffnen, dann ist es im Prinzip genau wie in dem anderen auch. Der Character Sheet selber unterscheidet sich natürlich nicht an der Stelle. Und so haben wir auch wieder eine Liste unserer Nichtspielercharaktere, anderer NPCs. Relativ lustig finde ich eigentlich, bei den Nichtspielercharakteren haben wir hier unten einmal diesen Reese. Ich habe beim ersten Lesen mich ein bisschen gewundert, hä, wieso hat der hier überall 0 stehen? Sind das Fehler oder sonst was? Aber nein, Reese, ja, hier unten steht es schon. Why are you still reading this? He's dead. Ja, okay, danke für den Joke an der Stelle. Und weitere NPCs, die irgendwie wichtig sein können. Also wir haben auch hier ein relativ gut gemachtes, spannendes Abenteuer. Ich habe zumindest quer gelesen, will euch aber darüber gar nichts verraten. Ich würde aber schon sagen, wenn man Fan dieses Systems und der Reihe ist, dann ist das auf jeden Fall sehr empfehlenswert, das Ganze zu spielen. Und ihr könnt euren Spielern einen großen Spaß damit bereiten, beziehungsweise wirklich Angst mit der ganzen Geschichte machen. Denn dafür ist es absolut geeignet. Und damit kommen wir zur Reflexion und ein paar Punkten, die ich mir wünschen würde, wenn es mit diesem System erfolgreich weitergehen wird. Also erst einmal finde ich, in der Gesamtheit ist das Ganze sehr gelungen. Der Preis von 40 Euro für das Starterpaket, wo ja im Grunde das ganze Regelwerk drin ist, und außerdem das zweite Abenteuer, finde ich es durchaus gerechtfertigt. Ihr könnt da einige Abende mit Spaß haben. Es ist nicht unbedingt so, dass ein Abenteuer immer nur einen Abend lang geht. Bei drei Akten könnte es zum Beispiel auch auf drei Abende gestreckt werden. Oder aber ihr wollt das Ganze unheimlich schnell durchspielen, weil ihr viel Stress damit machen wollt. Dann könnt ihr das natürlich
natürlich auch mit einem cinematischen Spiel. Und dann ist es vielleicht an zwei Abenden durch, aber als Basis, um überhaupt losspielen zu können mit Alien und um die ganzen Sachen zu Hilfe zu nehmen und möglicherweise weitere Abenteuer damit gestalten zu können, ist das auf jeden Fall sehr, sehr geeignet. Was mir persönlich fehlt, ist das Kompendium. Ich finde, für $40 kann man ja durchaus schon mal danach fragen, warum denn da kein Kompendium drin ist, warum wir nicht die Möglichkeit haben, unsere Monster einfach herauszuziehen. Selbst wenn es dann nur so ist, dass wir sozusagen diese Handouts einfach nur zur Verfügung haben, in denen ein bisschen was steht, wäre es auf jeden Fall leichter, das Ganze zu finden, wenn wir eine klarere Gliederung haben und das nicht alles aus dem Notizbuch herausziehen müssen. Denn darin findet man sich relativ langsam zurecht manchmal und gerade davon lebt Ellie ja eigentlich, und zwar von Geschwindigkeit. Deswegen fände ich es ganz cool, wenn daran was gemacht werden würde. Außerdem finde ich, der Character Sheet ist zwar schon ziemlich gut, aber ich finde es doch ein bisschen fraglich, warum sie die Würfel als Tabellen angelegt haben, die man dann eigentlich gar nicht wirklich benutzt bzw. benutzen kann, denn sie sind nicht verbunden mit dem Character Sheet. Grundsätzlich wäre das natürlich möglich, aber der Character Sheet ist nun mal nicht von den Machern des Spiels selber erstellt worden. Warum die nicht darauf bestehen, dass Roll20 da einen für sie fertig macht bzw. sie das in Kooperation mit Roll20 machen, um das Ganze dann sozusagen den optimalen Bedingungen anzupassen, das weiß ich nicht ganz genau, allerdings könnte man an der Stelle natürlich nicht nur mit den Würfelmakros arbeiten, sondern auch zum Beispiel über so etwas nachdenken wie NSC-Bögen. Es könnte ja sein, dass es eine alternative Darstellungsweise gibt, wie man die ganzen verschiedenen Alien-Werte darstellen kann, dass es ein bisschen leichter zu überblicken ist und dass man da auch einfache Würfelmakros drin implementieren kann, selbst wenn es immer nur darum geht, den W6 zu werfen, aber einfach das, was von selbst fällt. Die Spieler sollen natürlich nicht sehen, was dann da jeweils passiert, der Spielleiter möchte das Ganze beschreiben, aber so schwierig kann es doch nicht sein. Und außerdem denke ich mir, an der Stelle hätte auch das noch den Vorteil, wenn man den ein bisschen überarbeiten würde, gibt es ja die Möglichkeit, aus einem Kompendium, in dem einfach eine Box im Character Sheet angelegt wird, Sachen per Drag and Drop zu hinterlegen. Wenn jetzt ein Spieler nämlich zum Beispiel infiziert wird, dann könnte man ja einfach sagen, okay, ich ziehe jetzt mal den Status infiziert mit da drauf, den bekommt der Spieler dann, automatisch passen sich seine Werte von zum Beispiel Stärke an oder seine Menschlichkeit bzw. seine Empathie sinken dann automatisch damit. Das Ganze könnte das Spiel noch ein bisschen beschleunigen und ich glaube, das wäre durchaus zu rechtfertigen an der Stelle, wenn man $40 für so viel Spiel nehmen möchte. Zu der klareren Trennung von Handout und Charakteren und dass die Charaktere eigentlich nach oben gehören, meiner Meinung nach, habe ich mich ja schon geäußert. Ich weiß natürlich, dass die Verfasser versuchen an der Stelle dem Buch gerecht zu werden bzw. dem Buch zu entsprechen, aber wir sind auf einem anderen Medium. Warum soll man sich an einer PDF oder einem normalen Buch festhalten, dessen Reihenfolge ja überhaupt nicht dafür gedacht war, auf die Art und Weise möglichst schnell spielbar gemacht zu werden, wenn man doch eigentlich selbst der Verleger ist. Also ich hätte gesagt an der Stelle, pack doch bitte die Charaktere und die NSCs nach ganz oben und dann kommen die ganzen Handouts, denn das ganze Zeug, was man vorher gelesen haben sollte, ist ja nicht unbedingt das, was oben stehen muss. Im Spiel muss das stehen, was schnell gehen muss. Und da gehören die Xenomorphs hin, da gehören die NSCs hin, da gehören vor allem die Spielercharaktere hin. Außerdem finde ich, dann wäre es leichter, die Token rauszuziehen. Und gerade wenn wir schon beim Schlagwort Token sind. Die Token. Ich will gar nicht so super darüber meckern, aber ich finde diese Token einfach nicht schön. Ich glaube, ich würde sie nicht verwenden. Ich würde mir eigene Token machen für meine Spieler. Gut, die Spielercharaktere haben ja nochmal eigene Bilder. Dann frage ich mich aber auch sehr, warum sind die denn jetzt zum Beispiel hier nicht mit drin? Denn so liest es sich, als wären das auch für Player gedachte Token. Das können ja eigentlich, wenn nur welche sein, für NPCs. Aber auch die haben doch Bilder bekommen. Warum hat man nicht einfach diese Bilder genommen, da ein Token-Frame drumherum gezogen und dann hätte man doch eigentlich schöne, eindeutige Bilder? So muss man sich jetzt noch immer überlegen, wer ist denn jetzt zum Beispiel dieser Token hier, der so aussieht, als hätte er, ja, ist das ein Flammenwerfer oder eine Gatling Gun oder sonst was? Auf jeden Fall einfach nur durchnummeriert mit A, finde ich jetzt nicht ganz so glücklich. Und auch die Aliens. Ich meine, wir sprechen hier von einem sehr szenischen Spiel. Das ist jetzt das Alien, das uns begegnet irgendwo auf dem Schiff. Also bis jetzt, wenn ich Alien mal gespielt habe oder wenn ich es irgendwo gesehen habe bei anderen, dann hatten sie immer andere Token und nicht sowas hier verwendet, weil es halt einfach überhaupt nicht spannend und interessant aussieht. Da wäre jetzt also ein mit Sternkarte hinterlegtes, komisch geriffeltes Bild von einem Alien, das auch nur so ein bisschen angedeutet ist, keine wirklichen Konturen, sondern nur Umrisse hat. Und da kommen wir zum eigentlichen Punkt. Was ist mit einem Token-Paket?
Warum, wenn Sie doch Verfasser des Ganzen sind bzw. Verleger, machen Sie kein Token-Paket fertig? Es könnte ja von mir aus sogar noch sein, dass das ein externes Paket ist. Klar, Sie könnten respektiv sagen, hey, zum Starter-Paket, was ja sozusagen unserem Grundregelwerk entspricht, machen wir das noch mit dazu. Man kann es als Bundle kaufen und gut ist. Oder die Leute, die das vorher gekauft haben, kriegen es kostenlos per Seriencode zugeliefert, wie auch immer. Oder aber man kauft es einfach extern. Wäre ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich wäre auf jeden Fall bereit, 5 Euro dafür auszugeben, hier ein paar coole Alien-Bilder zu haben, mit denen ich arbeiten kann, die halt auch ein bisschen nach Alien aussehen und nicht einfach nur nach einem Alien-Schatten, der irgendwie möglicherweise gar nicht so wirklich ins Szenario passt. Weil gerade dann, wenn ihr nämlich die Charaktere verwendet, die ja richtig cool gemalte Bilder bekommen haben, und dann das da, ist das Alien? Also ich weiß auch nicht. Das, ich selber finde das nicht optimal, aber das mag eine Einstellungsfrage sein oder eine persönliche Präferenz. Ich fände es auf jeden Fall cool, wenn da noch was passieren würde und es da einfach noch ein eigenes Token-Paket gibt. Denn wenn man den ganzen Marketplace einmal durchsucht, gibt es da noch nichts. Ich habe nach Alien gesucht, ich habe nach Sci-Fi gesucht und alles Mögliche. Es gibt ein paar Sachen, die sehen den Aliens aus den Alien-Filmen ein bisschen ähnlich. Aber so im Großen und Ganzen, so richtige weltraumböse Kreaturen, die gibt es gar nicht so in der Form als Monster. Zumindest sind sie, wenn nicht eindeutig, deklariert worden. Und da frage ich mich doch, warum eigentlich nicht? Das System ist cool, es ist neu, es ist fancy. Warum gibt es da nicht was Cooles für, was man auch seinen Spielern zur Verfügung stellen kann? Beziehungsweise ist wirklich die optimale Lösung, dass alle Leute sich sonst wo ihre Token besorgen, denn ja, man findet Token-Pakete, allerdings nicht auf Roll20. Möglicherweise stimmt der letzte Punkt auch jetzt, wo ihr das Video guckt, nicht mehr, oder aber ich habe einfach nur schlecht gesucht und ihr habt irgendwo schon ein richtig cooles Paket gefunden und ich hatte einfach nur die falschen Schlagwörter, aber bis jetzt hatte ich das Glück noch nicht. Wenn ihr etwas Cooles gefunden haben solltet, dann schreibt es doch unten in die Kommentare rein. Mich würde es interessieren und mit Sicherheit auch viele andere Leute, die Interesse an diesem Spiel und dem System haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert gerne meinen Kanal, dass ihr auch zukünftige Roll20 Reviews nicht verpassen werdet. Wenn ihr selbst Review-Wünsche habt, dann schreibt sie mir doch unten in die Kommentare, damit ich weiß, was euch am meisten interessiert und ich weiß, was ich als nächstes machen werde. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag, großartige Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video.